Nee, Tippi mache ich nicht. Das habe ich mal probiert, da hat irgendwie gar nichts funktioniert und bei anderen Zuschauern, nicht Zuschauern, anderen Streamern habe ich zugeschaut und die hatten auch nur ständig Probleme mit Tippi. Ich warte eigentlich nur darauf, dass bei YouTube endlich mal die Thanks freigeschaltet werden bei mir. Da kannst du nämlich auf einem normalen Video wiederum, so ähnlich wie im Stream, eine Donation draufgeben. Und das wird dann auch irgendwie im Chat in Kommentaren angezeigt, so ähnlich wie im Chat und sowas. Aber es ist noch nicht freigegeben für meinen Account. Andere haben schon teilweise, natürlich die Großen, die wieder als Versuchskaninchen hier halten. Aber meiner noch nicht. Da steht immer noch, gedulde dich, wird bald soweit sein. Mach dir nichts draus, dafür bist du so schnell müde. Oder armer Wunschlist. Amazon, nee, mach ich nicht. Matthias-Staatsstraße-Chiert. X5. Langsam Gebra Utes Bier schmeckt aber besser, als wenn es schnell zubereitet wurde. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Obwohl es auch schnell gebraute Biere gibt, die sehr lecker sein können, ja. So, die erste Nahrung aus dem Bäcker kommt. Sehr schön. Was macht der Bäcker? Er ist jetzt bei 15%. Natürlich, weil das so ein hochrangiger Beruf ist, dauert das jetzt länger, den zu erlernen, als die anderen Berufe. Ne? Nicht sehr viel länger, aber schon merklich länger. So, Lehmsammlerhütte wird jetzt hoffentlich... Ja, er ist schon automatisch zugeordnet. Gut, ich habe wieder meinen Kundschafter hier vergessen. Ah, er muss noch ein bisschen roden hier drüben. Noch so ein kleines Eckchen. Und dann mache ich ihn ebenfalls zum Träger. Nee, ich mache ihn dann zum Lebenssammler. Das ist besser sogar. Ja, gibt es beim Livestream, aber die Gebühren sind halt bei Bits und YouTube ziemlich unschön. Bei YouTube auch? Ich weiß ja noch nicht, wie es bei Thanks sein wird, ob das da auch wieder mit Gebühren über PayPal ist oder so. Da wäre direkt auf PayPal wie über Ko-fi natürlich besser für dich. Bringt ja nichts, wenn 30, 50 Prozent... Aber die Donations hier sind doch auch über PayPal. Da habt ihr gemeint, das könnt ihr nicht machen. Also, So, jetzt müsste doch der Kundschafter soweit sein, ne? Ja, jetzt kommt doch hier ein Händler vernünftig durch. Pass auf, mein lieber Hafgrim, du wirst jetzt für die Zukunft erstmal Lebenssammler, damit du uns dann... Achso, jetzt läuft er erstmal dahin, wo ich ihn hingeschickt habe. Jetzt ist er Lebenssammler. Dann lasse ich ihn hier arbeiten. Auch wenn er weite Wege hat, ist ein bisschen doof, okay. Hungrig ist er auch, aber er müsste sich jetzt selber drum kümmern. Ja, ist auf der Suche nach Nahrung. Gut. Ah, ich habe noch ein paar Bärchen gefunden. Gut. Denn, wenn der Lebenssammler erforscht ist, schaltet uns das schon mal das Zweifamilienhaus frei. Werkzeugschreiner haben wir ja schon durcherforscht. Das heißt, Dreifamilienhaus ist dann instant schon zur Verfügung. Kostet natürlich auch Ressourcen, Weizen, Steine und relativ viel Holz. Aber es passen dann auf, wie wir schon festgestellt haben, fast im gleichen Raum wie zwei Hütten, passen dann aber drei Familien rein. Ja. Und die Hütten, wie gesagt, die werde ich dann abreißen. Versuche da noch eine Brauerei reinzuquetschen für die Lieferwege. Und die Wohnhäuser werden dann ringsherum entstehen. So ist zumindest mein Gedanke dabei. Ob es funktioniert, müssen wir gucken. Leider kann man ja nicht überall komplett frei bauen. So ein paar Orte sind ja dann immer noch gesperrt. Und wie hier drüben einfach wieder niemand die Nahrung holt. Das ist so doof. Jetzt wird er von mir tatsächlich, dass ich hier noch ein Vorratszelt einrichte. Ja, da muss ich ein Vorratszelt bauen und dann schon den ersten internen Handel hier einrichten. Oh, ein Herz für die Langsamen, danke. Du bist doch nicht so langsam. Bist zwar gefährdet, dass... Oh, Moment. Sie hat sich vorgelesen. Staatsstraße-Chiert. X5. Was mache ich jetzt eigentlich beruflich?
Weil meine Holzfällerrückst musste ich ja an den Nagel hängen. Werkzeugschreiner bist du, Matthias. Du machst Holzwerkzeuge. So, und Michi hatte geschrieben, du bist doch nicht so langsam. Bist zwar gefährdet, dass dich ein Gletscher bei seiner Wanderung überfährt, aber nicht langsamer. Ich meine nur, bleibt der letztlich dir überlassen. Ja, wegen Amazon-Wunschliste, ich muss mir das generell erstmal angucken. Aber so an sich, ethisch, fände ich es nicht okay, wenn mir Leute was aus der Wunschliste kaufen. Ist ja so, ne, dass da Artikel auf der Wunschliste stehen und die Leute könnten mir diese Wünsche erfüllen, indem sie es bezahlen und ich krieg's geliefert. Ne? So habe ich das verstanden. Und nicht irgendwie, dass sie sagen können, so, ich leg dir mal einen Euro dazu und dann kriegst du das als Amazon-Gutschein sozusagen, als Amazon-Guthaben gut geschrieben oder so. Oder verstehe ich das falsch? Weiß ich nicht. Also ich hab's mir echt noch nicht angeguckt bisher. So, Gregor, wie sieht's aus? 75%. Bald kannst du den Brauer machen. Wann sind die nächsten Jungs erwachsen wegen Farmer Müller? Wir werden nämlich 2 Farmer brauchen fürs Weizen. 8 Jahre alt. 12 Jahre alt. Oh, der nächste Angriff kommt. Gunnar! Gehst du raus da? Da! Die Typen angreifen zuerst. Ihr steht da nur dumm rum. Greift die an. Greift sie an. Greift sie nicht an. Greif sie bitte an. Er macht nichts. Geh raus da. Greif sie an. Er macht nichts. Ja, jetzt. Okay. Und jetzt da noch. Damit der Bauarbeiter dann gleich einmal reparieren müssen hier. Sobald der Lebenssammler fertig ist. Junge, Junge, der lässt sich wieder Zeit hier. Tü-tü! Ja, jetzt wird Gunnar direkt beschossen. Aber er hat es geschafft. Wunderbar. Jetzt sind die Rohstoffe hier fertig von der Fischerhütte. Dann, warte, Moment, erst den Fischer noch bestimmen, was er machen soll. Den mache ich jetzt erstmal wieder zum Träger Nummer 4. Dann kann die Hütte abgerissen werden. Und Lehmarbeiterzelt ist fertig, sehr schön. Bauarbeiter kann sich dann jetzt nicht um das Vorratszelt kümmern. Wenn das fertig ist, können wir die Nahrung und die Schuhe und Holz und Werkzeug eventuell auch noch hier hin und her schubsen. Erstmal. So, und wenn der Torgest... Nee, nicht der Torgest. Wer war das nochmal? Hafgrim. Wenn der jetzt ja endlich dann den Lebenssammler auch erfunden hat als Beruf, können wir auch die 3 Familienhäuser bauen. Was? Kopfkino? Könntest dir ja eine Wunschliste für Dosenbier machen und Decker liefert es dir ein Ballettröckchen. Ja, aber so würdest du es bekommen ohne zigtausend Gebühren und du bekommst, was du haben magst. Ja, verstehe schon. Aber ist so, wie ich es verstanden habe, ne? Dass die Leute mir das dann als Komplettprodukt kaufen müssten. Und nicht irgendwie sagen könnten, du, ich will dir was für deine Wunschliste dazu beisteuern. Hier hast du einen Euro mehr als Guthaben für Amazon. So verstehe ich das. Dass es halt nur so ist, dass die mit die Sachen direkt kaufen könnten. Was ich ein bisschen sehr happig finde, ehrlich gesagt. Zum Beispiel aktuell steht bei mir auf der Wunschliste, sind da Monitore. Eine alleine 200 aufwärts. Und ich will nicht, dass ein Zuschauer 200 Euro für mich ausgibt. Weißt du? So meine ich das. Ob wir nun Bits mit hohen Gebühren spenden und du kaufst, was du brauchst davon, oder es gleich kaufen, ist ja schon ein Unterschied. Die finde ich nicht, weil die Bits wiederum unterstützen ja auch gleichzeitig Twitch. Und da ist der Anteil der Gebühren kleiner als bei den Abos, muss man noch bedenken. Weil von der Reihenfolge ist es ja so, Donation kriege ich ja abzüglich PayPal-Gebühren alles. Dann kommen Bits, da ungefähr 25% kriegt Twitch, den Rest kriege ich. Ungefähr, Pi mal Daumen. Und Abos, Hälfte, Hälfte. Also genau Hälfte nach Steuer. Twitch kriegt 50, ich krieg 50%. Und das, was aber Twitch bekommt, finde ich ja ganz gut, weil die arbeiten ja dann mit dem Geld. Davon wird ja jeder Twitch-Mitarbeiter bezahlt. Und die arbeiten ja auch dafür, dass wir als Streamer ja auch geschützt sind und so weiter und so fort. Also das ist ja auch noch so ein Thema, ne? Tut mir leid, aber habe nur das Badekostüm von Borat und deswegen das Kopfkino, okay. Das war garantiert was zum Lachen. Sorry, Decker.
Solange du ihn nicht falsch rum anziehst. Oh. Aber das wären die 200 Euro für dich und nicht nur 100 Euro. Ja, das schon, aber ich will halt nicht, dass ein Zuschauer mir so viel Geld einfach da reinschmeißt, weißt du? Dass er mir da einfach mal so 200 Euro für einen Monitor spendiert, weißt du? Das ist viel zu viel eigentlich. So meine ich das. Wenn ich da irgendwie so kleine Sachen drin hätte, weiß ich nicht, so irgendwo aus der Spielepyramide 10 Euro Spiele. Das ist okay. Aber dann müsste ich mir erstmal eine Spieleliste erstellen, die ich da als Wunschliste reinstelle. Und dann muss ich die natürlich auch spielen und streamen. Und die Zeit habe ich nicht dafür. Das ist eigentlich gerade so dieser ganze Teufelskreislauf. Genau, komplett. Muss ja nicht immer 100 Euro sein. Gehen auch Chips oder Kleinkram. Ja, dann müsste ich mir aber erstmal raussuchen, weißt du? Das müsste ich mir ja erstmal raussuchen. Das ist mein Problem. Ich guck's mir mal an. Ich guck's mir mal an, was ich mir da so über Amazon als Wunschliste erstellen könnte, die ich dann hier reinstelle, aber ich kann's nicht versprechen. Juhu, wir schenken Robin ein Spiel von Baby Blocksberg. Und das muss er dann 12 Stunden streamen. Du hast ja nicht mal alle, Michi. So, was ist hier passiert? Hier ist jemand erwachsen geworden. Was wollte ich mit ihm machen? Ich weiß es nicht mehr. Machen wir erstmal zum Träger. Bäcker erfunden! Jo, jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte ihn zum Farmer machen. Da ist der Gregor jetzt endlich bereit, Brauer zu werden. Oh, es passt sogar noch hier hin. Aber ich glaube... Oh, nee, warte mal, guck mal hier. Da! Kriegt er aber da noch das Wasser? Das ist die nächste Frage. Ach, dann braucht er noch einen Träger, ne? Hier wird wieder gefightet. Wie geht's dem Turm eigentlich? Geht noch. Lauf, Gottfried, lauf! Da kann jemand trainiert werden, finde ich gut. So. Sigurd, du bist zwar gerade erst frisch zum Träger gemacht worden, aber ich mache dich jetzt doch lieber zum Farmer. Denn der Gregor wird jetzt Brauer. Dann wird nämlich der Bjarni jetzt Bäcker. Und ich brauche noch einen zweiten Farmer. Es geht nicht anders. Ich. Ja. Ah, ne, dich kann ich ja. Warte, den anderen hier. Der hier hat schon den Meistertitel erreicht. Dann mache ich dich jetzt zum Müller. Und dann brauche ich hier noch einen weiteren Träger einfach. Es geht nicht anders. Warte, habe ich noch einen unerfahrenen Träger? Den hier, Ansgar. Mache ich dich jetzt erstmal zum Farmer für hier. Und dann brauchen wir aber noch einen Träger für die Brauerei. Was noch nicht geht, weil es noch nicht fertig gebaut ist. Doof. Kommt die Wunschliste? Ein Haus, ein Ferrari, eine Yacht? Nee. Jo, lass mal machen. Was? Was wollt ihr machen? Juhu, wir schenken noch... Achso, mit Blocksberg aber noch. Ein Barbie... Ja, genau, Barbie-Spiel. Hier, Barbies Ponyhof, bitte. Und Hello Kitty Online. Doch, hab vorhin nachgezählt. Hab's auch noch alle. Lego? Ja, Lego ist auch teuer, ja. Von Mal nach Zahl, genau. Ich will eine Yacht, ein Haus, ein Pferd. Okay, hier, mal dir jeweils eins. So, wie sieht's denn aus hier, junger Mann? Ach du Heilige, 40%. Ja klar, er hat kein Zuhause, ne? Keine Frau. Das läuft so nicht. Apropos, wir brauchen noch mehr Männer. So, was sagt die Uhr? Gut. 6 Nahrung. Hier liegt immer noch keine Nahrung drin. Die Träger kommen tatsächlich nicht hinterher. Holzwerkzeug ist schon wieder in Massen vorhanden. Ich glaube, da würde ich jetzt tatsächlich erstmal zwischenzeitlich den Matthias erstmal wieder zum Holzfäller machen. Damit die Träger entlastet werden einfach nur. Da ist jemand erwachsen. Sehr schön. Was wollte ich mit ihm machen? Zum Farmer machen. Nee, hab ich schon. Nee, jetzt wieder zum Träger machen. Stimmt. Bei Farmer haben wir ja schon eingeteilt. Pippi Langrobin? Ja, genau. Pippi Langrobin. Nicht Pippi Langstrumpf. Wenn er ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd hat, genau. Wobei,
So oft wie er aufs Klo muss, passt das Pipi lang, Robin. Was? Das ist nur bei mir, wenn ich Bier oder Kaffee trinke. Da bin ich erst ein Durchlauferhitzer statt ein Biertrinker oder Kaffeetrinker. So, die Jäger haben heute noch gut zu tun. Das ist okay. So, Leute, macht mir das nicht nach mit dem Rauchen. Es macht nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge. Euch Minderjährige ist das sowieso verboten und ich heiße es eh nicht gut. Ah, die Nahrung ist in den Wohnzelten gespeichert, okay. Matthias-Staatsstraße-Chiert. X5. Darf ich meine Holzfäller-Rixt wieder entstauben? Ja, die Holzfäller-Axt darfst du wieder entstauben. Zusammen mit deinem Kollegen Mord. Wie makaber einfach, dass der Mord heißt. Also auch wie Mord geschrieben wird einfach. Total makaber, finde ich. So, jetzt sind die Träger hier massenhaft am Holz transportieren, aber ignorieren einfach die Nahrung da oben schon wieder. Aber vom Bäcker holen sie die ja hoffentlich wenigstens ab, ne? Hab ich hier eigentlich auch sowas wie eine Reichweite? Ja! Ihr wollt mich doch verarschen! Die Reichweite ist so riesig und sie holen's nie ab? Was ist denn da kaputt? Dann sag ich ihm jetzt als einzelnen Träger, er soll sich auf diesen Bereich hier bitte konzentrieren. Und bei dem hier sage ich, er soll sich auf... Guck mal, es ist doch gar nicht so weit. Das Jägerzelt ist gar nicht in Reichweite. Das ist das Problem. Interessant. Dann war der Wirkungsbereich mit dem Fragezeichen, was ich gerade gewählt hatte, nur von dem Hauptlager. Der Einflussbereich, wo ich bauen darf wahrscheinlich. Obwohl, nee, kann nicht sein. Ich hab doch... Das hier war doch außerhalb die Lehmfäller. Lehmfäller. Wir fällen Lehmbäume. Ja. Ist mir echt ein Rätsel gerade noch. Aber okay, ich sag dir jetzt einfach, dass du da was machen sollst. Was hier los kann trainiert werden, sehr geil. Und Nahrung ist drin. Wenn auch nicht viel. Schuhe wäre noch ganz nice. Wie viele sind da? 21 Schuhe und keiner holt sie wieder mal. Aber jetzt habe ich ihm ja gesagt... Gut, dass ich endlich mal hintersteige nach über 20 Jahren, dass ich dem Träger auch einen Wirkungsbereich sagen kann. Oh, hier wird was geschrieben. Selber schuld, hat uns ja vom Arbeitsamt geholt. Was will er da warten? Was, wie, wo? Habt ihr mich schon wieder geärgert? Robin ist schon echt geplagt mit uns drei. Achso, hier ist schon wieder Wassermarsch. Alles klar, mach ich. Ups, die Tasse getroffen. Besser als Pipi kurz, Robin. Okay. Der war fies, Dicker? Wieso, was? Die Haare passen ja fast. Was? Achso, ja, wegen Pipi lang, Robin. Okay. Dafür wäre ich heute zu durch im Kopf. Selber schuld, das hatten wir schon. Nee, wenn man vom Arbeitsamt kommen würde, würden wir dann wenigstens bezahlt werden. Stimmt. Sag mal, hast du, wenn Gilde 3 voll rauskommt, Bock auf eine Verlosung? Würde ein Key spenden? Können wir später nochmal drüber reden. Sonst verliere ich bloß den Key jetzt. Weißt du? Da geht's sonst unter bei mir in Erinnerung. Ich weiß halt noch nicht, wann die Vollversion rauskommt. Aber erinnere mich einfach nochmal dran, ja? Wie jetzt? Euch zahlt ja gar nichts? Ja, dir aber auch nicht, Gregor. Von wegen VIPs müssen zahlen. Was, wir ärgern dich doch nicht, Robin. Nein, überhaupt nicht. Robin loben. Ja, das wäre schön. Obwohl, habt ihr ja heute mehr als genug gemacht, ey. Mit eurem Abo-Bomben und Schierbomben-Ausraster. Stimmt, wir zeigen ihm so unsere Zuneigung. Okay. Wenn ihr das sagt. Lebenssammler erfunden! Yay! Bauarbeiter ist aber noch maximal beschäftigt gerade hier. Die nächsten Erwachsenen mache ich erstmal kurzweilig zu Bauarbeitern. Apropos. Ja. Die mache ich dann erstmal kurzweilig zu Bauarbeitern, damit es gleich mal schneller geht, dass ich hier mehr Familien unterkriege.
also die Mehrfamilienhäuser bauen kann. Oh Gott, je nachdem er Vorratszelt hat, muss er ja erstmal noch die Brauerei bauen. Aber interessant, dass ich den Bierbrauer zuordnen konnte, den Träger aber noch nicht. So, das funktioniert. Den Tort habe ich hier drin zugewiesen und jetzt holt er Schuhe. Sehr schön. Aber der andere auch, der Lotjov. Ach, das ist der Schuster selbst. Okay, ja gut. Fahrradzeit ist fertig. So, dann würde ich nämlich jetzt diesen Träger hier hinten in dieses Vorratszelt geben. Und in diesem Vorratszelt sagen wir ebenfalls Mindestmenge 10 an Nahrung bitte. Dass er mal hier die Nahrung rauszieht aus dem Jägerzelt. Achso, und Leder kann er auch gleich rausziehen. Dann, obwohl, der Schuster kann sich das auch von hier holen. Nee, macht er ja nicht. Ist er blöde. Er holt sich... Warte. Leder, Leder, Leder. Leder, da. Im Vergleich zu uns wirkt Gras sympathisch, was? Und eigentlich hat Robin Glück mit uns. Wenn wir, wenn wir drei da sind, wirkt Robin doppelt so sympathisch im Vergleich zu uns. Muss ich aber wirklich zugeben, dass meine Moderatoren ja auch immer schon ordentlich Stimmung machen. Also zusätzlich Stimmung machen im Chat, ne? Muss ich wirklich gestehen, also. Da hat er gar nicht mal so unwahr gesprochen. Ohne uns hätte er zu viel Langeweile. Stimmt auch wieder, ja. Ja, Gregor, ihr seid auch sympathisch, natürlich. Dann werde ich wohl doch nochmal mich im Discord anmelden müssen zur Kommunikation. Hm? Du willst mir jetzt die Erinnerung schreiben? Nee, sag mal, ich meine, wenn die Vollversion raus ist, sollst du mich nochmal erinnern. Dann erst, nicht jetzt. Das habe ich doch vergessen bis zur Vollversion. So, Brauerei wird gebaut. Sehr gut. Wie viele Steine haben wir dann eigentlich? Noch 18 Steine. Dreifamilienhaus kostet 2 Steine. Okay, das sollte eine geile Weile reichen. Haben wir Holz auf Lager? 27. Gut. Gut. Wasser sieht auch okay aus. Im Moment noch. Könnte sein, dass es uns an Wasser mangeln wird für die Brauerei. Eventuell muss ich noch einen zweiten Brunnen bauen. Was aber nicht schlimm ist. Den kann ich hier noch irgendwo reinquetschen, hoffentlich. Der produziert davon selbst, da brauche ich ja keine Arbeit dafür. Das geht ja dann. So, Holz und Schuhe holt er. Warum holst du Holz? Das habe ich dir gar nicht gesagt, Junge. Träger, hör auf! Jani kann trainiert werden, sehr gut. So, da fällt mir ein, eigentlich brauchen wir diesen Lehmsammler jetzt nicht mehr. Ich werde ihn jetzt so umfunktionieren zum Träger. Ja. Von diesem Vorratszelt hier. Dann kann ich nämlich den gelernten Träger, der mit dem Meisterbrief, sobald wir einen mal haben, okay, der Festein, der wird bald Träger sein. Dann kann ich den nämlich zum Händler machen und den Überschuss von hier rüber transportieren lassen. 10 Schuhe liegen bereits drin. Sehr schön. Jetzt liegt da Wasser drin. Was machen die? Warum holen die Wasser? Ich würde gerne... Ich hätte gerne die Option, eine Ware zu sperren. Was geht nicht? Oder ich weiß nicht wie. Springe zum Haus. Online-Hilfe. Nee. Hauptlager. Wo ist es? Unter H. Hauptlager. Gibt es hier irgendwie eine Erklärung? Dient der Lagerung von Waren? Herrscht Bedarf? Werden benötigte Waren von den Wikingern hier im Hauptlager abgeholt? Pro Ware können Mindestvorrat und gewünschter Lagerbestand eingestellt werden. Sind im Hauptlager Händler anwesend, versuchen diese immer auf den gewünschten Lagerbestand aufzufüllen. Auf den gewünschten? Aha! Ein mit Wikingern besetztes Lagerhaus verteidigt sich automatisch gegen nahe Feinde. Ja, okay. Kann mit Bogenschützen besetzt werden, um Reichweite und Verteidigungskraft zu erhöhen. Okay. Also die Träger gehen auf die Mindestmenge und der Händler auf die Wunschmenge. Interessant. Gut zu wissen.
Was? 1 zu 0? Ja, der Ringe-Zitat umgewandelt, also wirklich. Was? Wie? Wer? Wo? Ein Job, sie zu knechten, zu binden und zu treiben in ewige Verdammnis. Ach nee, das war ein Ehegelöbnis. Schöne Grüße noch von Loipe. Er ist raus für heute. Alles klar, Loipe. Danke, dass du noch Grüße ausgerichtet hast. Herr der Augenringe um die Uhrzeit. Ja. Oh, apropos. Langsam mal das Spiel wechseln. Was wie 1 zu 0. Ein moderner Papst wäre mal was. Oha! Klar ist wie mit Kindern viel Arbeit. Erniedrigend, umsonst. Okay. Armer Hannes. Was? Hannes? Was mit Hannes? Achso, der Night. Achso, der Nightbot soll Hannes heißen, oder wie? Nee. Der Nightbot ist Bot 4.0. Moment. Ich hab hier unten eine Nachricht. Mann, was ist denn mit meinem Chat hier los? Der springt immer automatisch nach unten. Ich werde noch bescheuert hier. Ich will nach oben scrollen und der springt sofort nach unten. Ich kann nicht nachlesen hier. Da, der Nightbot war auch mal einer von uns. Aber durch zu lange Unterdrückung wurde er zum Roboter. Sein Name war mal Hannes. Nee, können wir nicht machen mit Hannes. Wir hatten ja mal einen anderen Moderator, der Hannes hieß. Das sorgt das nur für Verwirrung. Also noch mehr sowieso schon. So. Brauerei fast fertig. Junge, Junge. Sagt er und sie wurde fertig. Sehr gut. Das heißt, der Gregor kann dann jetzt Weizen und Wasserhund und daraus Bier machen. Wie sieht es denn jetzt mal aus? Darf ich denn jetzt mittlerweile? Ja, jetzt darf ich hier auch einen Träger hinzustellen. Dummerweise war das gerade der falsche Träger, wie mir auffällt. Da muss ich ihm jetzt nur noch den Wirkungsbereich hier drüben geben, damit die Nahrung geholt wird. Was übrigens jetzt funktioniert, ne? Oder? Ich sehe zumindest nichts. Scheiße. Dann brauche ich hier noch einen dritten Träger, der sich dann hier oben um die Sachen kümmern soll. Oder nee. Ich lasse den optional, den dritten. Den lasse ich einfach Dinge tun. Genau. So, du hast den Träger erfunden. Das finde ich sehr schön. Wenn du das Holz geliefert hast, mache ich dich zum Händler. Nee. Auf Barbies Welpenrettung. Das ist Mobbing auf Königsniveau. Was? Cyborg-Bot. Befreit den Nightbot. Dark-Leute cheert. X10. Befreit den Nightbot größer als. So, jetzt haben wir ja gelernt, die Händler richten sich nach der Wunschmenge, nicht nach der Mindestmenge. So, Holz liegt ordentlich was drin hier. Da sagen wir auch, 30 soll gehalten werden, nicht mehr als 30. So, Leder maximal 1, Lehmklumpen maximal 9. Warte mal, kann ich, wenn ich pausiert habe, das einstellen? Oh ja, das geht, das ist gut. Dann Wasser. Nee, da braucht sich der Händler nicht zu kümmern. Da sage ich aber einfach mal, Mindestmenge soll 10 sein, damit die Träger aufhören, Wasser zu transportieren. Nicht, dass da irgendwann dann massenhaft Wasser drin liegt. Schuhe, sagen wir jetzt einfach mal Wunschmenge 10. Holzwerkzeug, liegen 41 drin. Da sagen wir auch 10, das reicht. Es dauert aber eine ganze Weile, bis das Zeug aufgebraucht ist. So, da ist noch jemand erwachsen geworden. Das bietet sich gerade wunderprächtig an. Da. Dann machen wir ihn nämlich jetzt auch noch zum Träger für das Hauptlager. Sehr schön. Kari ist auch noch erwachsen geworden. Oh, bist du auch erstmal noch Träger? Ja. Ja, viel. So, aber er hat jetzt nicht wirklich Nahrung hier drin gefunden, ne? Ein bisschen doof. Na gut, Leute. Müssen wir uns beim nächsten Mal richtig drum kümmern. Ich schreib's mir mal auf. Fürs nächste Mal.
Wunschmenge ist gleich Händlerorientierung. Zwischen Vorratslager und Hauptlager abstimmen. Dann Zelte abreißen, drei Familienhäuser bauen. Und danach Möglichkeit halt, wenn ich es schaffe, drei Familienhäuser zu bauen, also dreimal ein Dreifamilienhaus zu bauen, immer ein Ehepaar rein und zwei Single-Männer rein, weil die Frau versorgt ja die Single-Männer mit Essen, sodass dann die Leute wieder effektiver arbeiten können und wenn sie da ein Zuhause haben, auch besser schlafen können. Ich denke, so cool wie Botti ist, war ja Eskimo. Seid ihr gerade dabei, den iPod zu beleidigen, oder was? Inuit? Ja, genau. Wie hol dich da raus, Botti? Halt durch, was macht ihr denn da? Er will doch aber da bleiben. Ist ja gut, mein Kleiner, ist ja gut, alles gut. Er war Captain Iglo, genau. So, passenderweise ist in 5 Minuten Werbung. In weniger als 5 Minuten. Ich werde jetzt hier mal speichern. Zack, zack. Und ich mache mal wieder einen 10-Minuten-Timer, denn wir wechseln das Spiel. Wir gehen gleich rüber zu Patricia 2. Mache ich wieder ein kleines Päuschen, gehe ich nochmal auf Toilette, fülle mein Wasser nach und hau ich nochmal schöne Musik rein. Ja. Ich mache jetzt mal kurz den hier. Dann kann ich mir erstmal in Ruhe das Spiel beenden. Nicht hier, sondern da. So, so, so. Tschüssikowski. So, das kann ich geöffnet lassen. Er macht's wirklich. Kurz vorm Bierbrauen wechselt er. Ja, aber in Patricia 2 haben wir ja wenigstens schon Bier. Free Iglubot. Ihr seid doch bekloppt, Leute. So, Test. Ist auf dem richtigen? Ja. Kriege ich auch keinen Strike. Dann, liebe Leute, würde ich sagen, bis gleich.